So, hallo zusammen. Ich bin Michael und ich zeige euch heute im Schnelldurchlauf, wie wir einen Account für den Einzelhandel einrichten. Wir beginnen immer mit den Arbeitsbereichen und die typischen Bereiche im Einzelhandel sind beispielsweise Kasse, oder Leergut. Und dann oft auch sowas wie Obst und Gemüse haben wir da regelmäßig, ne? Oder Mopro hören wir oft, Molkeprodukte und so weiter. Für diese Bereiche können wir jetzt unsere Bedarfe definieren. Wir fangen an mit dem Bereich Kasse und da sagen wir jetzt einfach, okay, wir brauchen zwischen 8 und 16 Uhr, brauchen wir von Montag bis Freitag eine Person. Am Nachmittag, ich sag mal in der Spätschicht, um 12 lassen wir eine weitere Person kommen, und die soll bis 20 Uhr bleiben, auch Montag bis Freitag für die Kasse. Das gleiche machen wir jetzt fürs Leergut. Im Leergut haben wir dieselben Zeiten, muss immer einer besetzt sein, deswegen 8 bis 16 Uhr. Auch wieder Montag bis Freitag. So, speichern das auch ab. Und das gleiche machen wir jetzt auch nochmal für die Spätschicht. Also beispielsweise 12 bis 20 Uhr, Montag bis Freitag eine Person. So, sollten wir den Fall haben, dass beispielsweise an einzelnen Tagen wir einen anderen Bedarf haben, zum Beispiel an einem Samstag, können wir hierfür eine eigene Serie definieren, indem wir sagen Kasse und weil samstags besonders viel los ist, brauchen wir beispielsweise zwei und Wiederholung, die wir hier dann anlegen, gilt dann nur für den Samstag und nicht für die anderen Wochentage. Aber trotzdem wöchentlich wiederholend. Ja, dann können wir sagen, okay, von 12 bis 20 Uhr brauchen wir in der Kasse zwei Leute. Ja, dann haben wir eine Serie definiert, die hier 12 bis 20 Uhr zwei Leute hat. So, genau so können wir relativ schnell und einfach unsere Bedarfe festlegen. Häufig gibt es auch so Fälle, dass zum Beispiel irgendwie montags zum Beispiel immer die Lieferung kommt oder immer montags irgendwie Werbung aufgehangen wird. Das können wir auch ganz einfach hier abbilden, indem wir hier einen neuen Bereich definieren. Den nehmen wir jetzt einfach mal Werbung. Und für den Bereich Werbung definieren wir jetzt eben eine Schicht, wo wir sagen, okay, immer zwischen 8 und 12 Uhr montags, da möchten wir, dass eben nur Montag im wöchentlichen Rhythmus sich jemand um die Werbung kümmert. Ja, kann man noch reinschreiben, wenn hier, wenn alles erledigt, dann aushelfen bei Kasse. Also solche Informationen können wir da hinterlegen, dann ist es für uns hier ersichtlich, auch für den Mitarbeiter ersichtlich später und so können wir quasi unseren Rahmen definieren, wie und wann wir wie viele Leute brauchen. Diese Bereiche, die sind aus zwei Gründen gut. Auf der einen Seite eben, weil wir hier die Bedarfe haben und auf der anderen Seite, weil wir eben die Mitarbeiter, die wir hier gleich anlegen, auch diesen Bereichen zuordnen können. Also dass quasi ein Mitarbeiter, zum Beispiel irgendein Azubi, der vielleicht noch gar nicht zum Beispiel noch gar keine Erfahrung hat an der Kasse, dass der da erstmal noch nicht reinkommt, nur im Notfall, falls da wirklich keiner da ist. Diese Qualifikation nenne ich das mal, diese Qualifikation können wir im Mitarbeiter direkt festlegen. Wenn ich jetzt hier mit der Maus über den Mitarbeiter 1 gehe, dann tauchen hier oben die Bereiche auf. Da sehen wir Beispiel, Kasse, Leergut, Mopro, der kann im Prinzip alles. Das können wir aber ganz einfach editieren, indem wir hier auf Mitarbeiter gehen und sagen, okay, der Mitarbeiter 1, der soll eigentlich gar keine Kasse können, sondern der ist eigentlich jemand, eigentlich nur fürs Leergut. So. Wenn wir jetzt versuchen, den Mitarbeiter 1, der jetzt eben eigentlich nur noch fürs Leergut gedacht ist, an der Kasse einzuteilen, dann sagt das System uns, Mitarbeiter 1 ist nicht in diesem Bereich. Sollte es trotzdem vorkommen, dass wir den Mitarbeiter 1 da einsetzen möchten, da können wir immer hier, wenn wir auf diese Schicht klicken, Mitarbeiter anderer Bereiche auswählen. Und nun können wir Mitarbeiter einteilen in die Kasse, die eigentlich nicht diese Qualifikation haben. Ja, einfach wirklich nur zur Ausnahme, wenn uns keine anderen Mitarbeiter zur Verfügung stehen. So, das ist im Prinzip die Grundmodellierung von so einem Account aus dem Einzelhandel.
Häufig kommt noch das Thema Schule hinzu. Auch das würde ich im Dienstplan direkt abbilden, indem wir hier einen Bereich definieren, den nennen wir Schule. Und da könnte man sagen, okay, für den Bereich Schule, da haben wir zwei Mitarbeiter, die irgendwie jeden Tag oder jeden Dienstags und Donnerstags beispielsweise wöchentlich wiederholend in der Schule sind. Da haben wir hier so eine Schicht, 10 bis 16 Uhr Schule. Und da können wir nämlich hier die Mitarbeiter darauf zuteilen, die dann dienstags und donnerstags in der Schule sind. Und wir haben auf einen Blick sofort ersichtlich, wer wo arbeitet. So, das ist so viel zum Thema Modellierung. Und in anderen Videos erkläre ich euch, wie ihr die Mitarbeiter in diesen Prozess einbinden könnt und so sich euer Plan fast von selbst erfüllt. Vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.